Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute das Video ist etwas anders als gewöhnlich, denn ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mir bei einem fremden Hund eine allergische Reaktion im Auge zugezogen und möchte euch das im Video echt nicht zumuten. Deshalb auf diese Weise ein bisschen was Zusammengeschnittenes, damit ich meine Einleitung trotzdem hinbekomme. Ja, ich habe die ganz, ganz große Gelegenheit bekommen, danke Guinan, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ich eine Uhr zum Review bekommen habe, die ganz neu bei Guinan ist. Und zwar handelt es sich um die Guinan Flieger Chrono GMT und die möchte ich euch in diesem Video etwas näher bringen. Falls noch nicht geschehen, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, einfach unten einmal den Abo-Button klicken und ihr verpasst kein zukünftiges Video mehr. Jetzt aber direkt zur Uhr. Die Guinan Flieger Chrono ist eine Weiterführung des historischen Modells 255, allerdings modernisiert auf die heutigen Maße und die heutigen Ansprüche. Das Gehäuse ist, wie ihr sehen könnt, hochglanzpoliert. Auf der Rückseite gibt es einen Sichtboden, der einen Blick auf das Sellita SW510-A freigibt. Dieses Werk ermöglicht es, das Datum mit einer Schnellverstellung zu verstellen, obwohl es sich um ein Trikompax-Gehäuse handelt, aber das zeige ich euch noch. Der Durchmesser der Uhr beträgt 40,6 mm und die gesamte Bauhöhe beträgt 15,2 mm. Der Horn-zu-Horn-Abstand sind 48,4 mm. Und die Bauhöhe kommt unter anderem auch deshalb zustande, weil wir auf der Vorder- und der Rückseite ein leicht gewölbtes Saphirglas haben. Die Anstoßbreite beträgt 20 mm und die Uhr wiegt 85 Gramm. 200 Meter Wasserdichtigkeit haben wir bei so gut wie allen Guinan Chronos und die Uhr hat auf der Vorder- und auf der Rückseite Saphirglas. Die Indizes sowohl auf der Lünette als auch auf dem Ziffernblatt sind sehr fein und sehr, sehr klar ausgeführt, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Das erste, was mir auffiel, war, und da habe ich also wirklich lange überlegt und habe auch extra mit Guinan drüber gesprochen, weil ich dachte, habe ich einen Knick in der Optik, sehe ich das falsch? Die Leuchtmasse auf den Zeigern erscheint gelblich-grün. Die Leuchtmasse auf den Indizes und der Lünette erscheint hart weiß. Es ist aber exakt die gleiche Leuchtmasse. Hier haben wir das Problem, dass sich die Leuchtmasse unterschiedlich stark aufladen und unterschiedlich stark das Licht reflektieren. Es ist aber exakt die gleiche Leuchtmasse. Die Uhr ist wie gewohnt von Guinan sehr gut und sehr sauber verarbeitet. Ich hatte zunächst den Eindruck, es wäre ein anderes Gehäuse, weil ich dieses Gehäuse der Serie 40 bisher nur als mattiertes oder satiniertes Gehäuse gesehen habe. Es ist aber das identische Gehäuse, poliert wirkt es in meinen Augen aber komplett anders. Das nächste, was mir aufgefallen ist, dass wir hier eine Lünette haben, die mich sehr stark an die Guinan Flight Engineer erinnert hat, mit der Phase und dem hell abgesetzten Kante. Passt in meinen Augen hervorragend in das Gesamtkonzept und den Gesamteindruck der Uhr, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Drücker sind geschützt, aber nicht verschraubt. Die Krone ist verschraubt und lässt sich wirklich gut bedienen. Das Sellita SW510A hat die Besonderheit, dass trotz Trikompax-Anordnung sich das Datum über die Krone, wie ihr hier sehen könnt, schnell verstellen lässt, ohne zusätzlichen Drücker im Gehäuse. Sehr komfortabel und macht die Sache wirklich sehr angenehm zu bedienen. Insgesamt finde ich das Datum sehr schön gelöst, ohne Rahmen um das Datumsfenster, sehr dezent platziert. Ich finde, es stört den Gesamteindruck nicht. Allgemein könnte man bei Chronographen ein Datum in meinen Augen auch gut und gerne weglassen. Hier finde ich es dezent genug gemacht, dass es nicht über die Maßen stört. Das Guinan-Logo ist auch klein. Anfangs hatte ich ja oft den Eindruck, das Guinan-Logo wäre zu groß, aber hier finde ich es wirklich sehr schön und sehr passend gemacht. Die
Totalisatoren sind nicht hart weiß, sondern silbern und sind auch an den Rändern leicht vertieft, sodass ein plastischer, dreidimensionaler Eindruck entsteht. Um das zu erreichen, braucht es Spezialwerkzeuge, die diese Vertiefung in das Ziffernblatt fräsen oder schneiden. Gar nicht so einfach und wirklich toll und aufwendig gemacht. Der Rotor ist wie üblich mit dem genauen Schriftzug versehen. Rotor und Werk sind verziert. Wollen wir mal schauen, wie die Uhr an meinem Handgelenk aussieht. Die Uhr, die mir zur Verfügung gestellt wurde, hat eine Faltschließe, darum muss ich es zuhalten. Aber mit 40,6 mm passt die Uhr hervorragend an mein Handgelenk und ich denke mir, sie kann sich da auch über längere Zeit wohlfühlen. Die polierten Flanken sehen wirklich toll aus, sind natürlich auch deutlich kratzempfindlicher, als wenn sie satiniert oder Glasperlen gestrahlt wären. Insgesamt finde ich diese Uhr eine sehr frische und moderne Interpretation des historischen Vorbildes, größenmäßig etwas gewachsen. Die Original 255 hatte 38 mm im Durchmesser, hier sind wir bei 40,6. Eine schöne Größe. Die Drücker, wie gesagt, sind geschützt, aber nicht geschraubt. Das Glas ist leicht gewölbt und die äußere Kante der Lünette ist wie bei der Flight Engineer hell abgesetzt, was sehr, sehr gut zum Gesamteindruck der Uhr passt. Ich mag auch, und das mag vielleicht nicht jeder, dass die äußere Lünette und auch die Indizes auf dem Blatt sehr, sehr fein gehalten sind. Die dicken Zeiger oder die dickeren Zeiger stehen da ein kleines bisschen im Kontrast, aber helfen natürlich bei der Ablesbarkeit, insbesondere auch bei Nacht, weil dort wirklich viel Leuchtmasse aufgebracht werden kann. Bei der Nahaufnahme sieht man etwas besser, dass die Totalisatoren nicht plan sind, sondern am Rand schräg und etwas in das Ziffernblatt eingelassen sind. Das ist eine aufwendigere Verarbeitung, macht aber natürlich das Ziffernblatt von der Optik her deutlich interessanter. Die Uhr wird aktuell angeboten zu einem Preis von 1.999 Euro. Auf der Homepage steht noch eine Lieferzeit von circa 4 Wochen. Auf Rückfrage bei Genau wurde mir aber gesagt, dass im Augenblick Stand heute Genau in der Lage ist, die Uhr deutlich schneller zu liefern, als was diese 4-Wochen-Frist betrifft, die auf der Homepage genannt wurde. Was mich interessieren würde, ist, was ihr zu der Uhr sagt, wie sie euch gefällt. Mir persönlich, wie gesagt, gefällt sie super gut. Etwas irritierend fand ich zunächst einmal die auf den ersten Blick farblich unterschiedliche Leuchtmasse, aber ich habe explizit nachgefragt und mir wurde gesagt, dass es sich bei den Indizes und den Zeigern um exakt 100%ig die gleiche Leuchtmasse handelt. Nur aufgrund der Aufladung bzw. der Gesamtfläche der Leuchtmasse kann es sein, dass diese unterschiedlich wirkt. Sie ist aber identisch. Diese Uhr ist bei Genau in die Reihe der Serie 40 eingruppiert, die zum einen aus den klassischen Serie 40 Modellen besteht, wo die Totalisatoren langsam auf 12, 9 und 6 Uhr angeordnet sind, sowie die kürzlich gezeigten Trikompax Modelle, zu der auch diese Variante gehört im Panda Design. Insgesamt glaube ich, dass diese Modellreihe wirklich sehr, sehr gut tragbar ist und auch ein Herzstück der Genau DNA ausmacht. Ja, mich würde interessieren, was ihr denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich über eure Sichtweisen und falls ihr Wünsche habt, Anregungen, was ihr eventuell von Genau noch sehen möchtet in einem Video oder einem Review, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich das arrangieren. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.